Hallo, gehen wir gleich zur Sache, bevor die Videos kalt werden. Heute bekommt ihr exklusive Bilder von goldenen Haaren, gruseligen Fischen und unbekannten Lebewesen zu sehen. Also, lasst uns loslegen. Goldene Grills, Diamanten in der Stirn, das ist noch gar nichts. Echte Gangster-Rapper tragen Goldketten als Haare. Diese Ansicht ist zumindest ein kolumbianischer Rap-Künstler namens Dan Soar. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wie die ganze Pracht an seinem Kopf befestigt wurde. Der Typ behauptet, man habe ihm dafür spezielle Häkchen unter die Haut implantiert. Und wir fragen uns derweil, wie bei ihm wohl das Haarewaschen aussieht. Etwa so? Der Designer dieses Raums, der sich in einem Garten in China befindet, ist zweifelsohne ein Genie. Man hat hier voll den Eindruck, ein Meer statt des Himmels zu sehen. Bestimmt kann man sich in so einem Zimmer besser entspannen als in einem herkömmlichen Ambiente. Nein, das ist kein konzeptuelles Tattoo. Der Mann ist eine wandelnde Autogrammsammlung und ein Rekordhalter für die Anzahl gestochener Signaturen. Wir sehen übrigens keine einzige Unterschrift, die uns bekannt wäre. Ihr vielleicht? Wir sind es gewohnt, Werbung zu überspringen. Dabei verpassen wir mitunter echte Meisterwerke. Eines davon ist dieser Werbespot, der in einer einzigen Einstellung gedreht wurde. Es geht um ein Kühlschrankmodell mit austauschbaren farbigen Türfronten. Und als dieser Mann ihn sich gekauft hat, beginnt sein Leben sich zu verändern. Welche Petition muss man unterzeichnen, damit es solche Automaten nächsten Sommer in jeder Stadt gibt? Sie kühlen Getränke auf die gewünschte Temperatur herunter und wer es ganz kalt mag, soll seine Flasche einfach ein bisschen länger drin lassen. Und dieser Kerl hier hat es sogar fertiggebracht, seine Cola in Eisbrei zu verwandeln. Hier ist jeder Kommentar überflüssig. Guckt euch einfach dieses coole Feuerwerk in China an. Schaut nur an, wie viele Hirschgeweihe in diesem Schuppen aufbewahrt werden. So könnte das Geheimlager eines durchgedrehten Jägers aus einem Horrorfilm aussehen. Doch in Wirklichkeit besteht diese Sammlung ausschließlich aus abgeworfenen Geweihen, die zum Verkauf gesammelt werden. Achtung, das nachfolgende Videomaterial kann Gänsehaut verursachen. Dies ist eine der wenigen heute noch lebenden Frauen in China, die Opfer eines grausamen Brauchs wurde, bei dem die Füße kleiner Mädchen traditionsgemäß durch extremes Abbinden irreparabel. Wisst ihr was? Googelt es am besten selbst, wenn ihr es unbedingt wissen wollt. What? Nur so viel sei gesagt. Das Ziel waren kleine Füße von etwa 7 cm. Und nun nehmt ein Lineal zur Hand und messt eure Fußlänge, um zu realisieren, wie verrückt das Ganze ist. Als wir dieses Gebäude in Ägypten gesehen haben, wurde uns klar, dass das Puzzle sich zusammengefügt hat. Davor sind solche Autos geparkt. What? Und da drin wohnen wahrscheinlich solche Menschen hier. Dieser Kerl weiht die Zuschauer in seinen Plan ein, sich die Bienenhäuser da drüben zu holen. Und er setzt ihn tatsächlich um. Er klimmt den Baum und bricht einen Ast ab, an dem ein Bienennest hängt. Er ist, wie ihr seht, nicht mit Shorts und T-Shirt bekleidet, sondern trägt einen speziellen Schutzanzug, da wilde Bienen wesentlich aggressiver sind als ihre domestizierten Verwandten. Auf die Plätze! Fertig! Los! Leute, wir haben einen todsicheren Tipp für euch. Setzt eure gesamten Ersparnisse auf die Nummer 6. Tja, jetzt ist es wohl an der Zeit, euch zu verraten, was hier vor sich geht. Aber wahrscheinlich habt ihr schon selbst erkannt, dass es ein ganz normales Schweinerennen ist, das irgendwie an das Training einer Spezialeinheit erinnert. Sieg! Und diese Jungs hier haben wohl irgendwo von einer Drum Machine gehört, alles zu buchstäblich genommen und am Ende so ein merkwürdiges Ding hier gebaut.
Wusstet ihr, dass der Schnabel bei Wellensittichen ständig nachwächst und deshalb regelmäßig gekürzt werden muss? Wird es nicht getan, besteht die Gefahr, dass die Vögel irgendwann nicht mehr fressen können. Normalerweise sind Wellies von dem Prozess alles andere als begeistert, aber der Zögling dieses Mannes lässt es brav über sich ergehen. Es folgt eine allgemeine Fangfrage. Wie viele Spezialfahrzeuge waren nötig, um diese Straße in die Felsen zu hauen? Die richtige Antwort lautet, kein einziges. Keine LKWs, Bagger oder Muldenkipper waren hier im Einsatz. Die ganze Arbeit wurde von 23 örtlichen Familien mit Hammern und Meißeln erledigt. Es hat ganze 4 Jahre gedauert, bis sie ihr Dorf an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden haben. Später wurde die Straße zwar von den Behörden verbessert, aber es ist trotzdem eine bewundernswerte Leistung. Und neben den Getränkekühlautomaten sollte man solche Ladestationen aufstellen, mit denen man nicht nur sein Handy aufladen, sondern gleich auch noch Kalorien verbrennen kann. Es sieht so aus, als ob man die gesamte Handlung von Naruto neu schreiben müsste. Die Elemente Feuer und Wasser sind offenbar gar keine Gegensätze, zumindest in diesem chinesischen Dorf nicht. Das Wasser in dieser Quelle sprudelt zusammen mit Erdgas unter dem Boden hervor, was die Dorfbewohner zu nutzen wissen, indem sie darin Schweineköpfe kochen. Diese sind nämlich eine lokale Spezialität. Wir geben euch 3 Sekunden, um zu erraten, was das für Dinger sind. Es sieht nach einer sonderbaren Installation aus, mit Wasser gefüllten Wärmeflaschen, nicht wahr? In Wirklichkeit sind es Käseköpfe der italienischen Sorte Caciocavallo, die man zum Reifwerden hängen lässt. Hier ist übrigens ein tolles Rezept für euch. Es ist schwer, gleich zu erkennen, womit die Leute auf diesen Bildern beschäftigt sind, deshalb helfen wir euch auf die Sprünge. Sie wickeln jede einzelne Pampelmuse in eine bunte Hülle ein, damit die Früchte später im Supermarkt den Kunden ins Auge springen. Diese Maschine sieht so ungewöhnlich aus, dass man Zweifel hat, ob sie abheben könnte, nicht wahr? Sie sind aber völlig unbegründet. Die Flugzeuge mit elliptischen Tragflächen weisen nicht nur ausgezeichnete Flugeigenschaften, sondern haben 30% mehr Zugkraft auf als herkömmliche Maschinen. Man begann mit ihrer Produktion in den 30er Jahren und hörte damit nur aus einem Grund auf. Sie sind viel teurer und schwieriger zu fertigen als konventionelle Flieger. Wenn man sich solche Bilder anguckt, hat man irgendwie keine Lust, je wieder zu baden. Aber wir haben euch noch nicht den Schiffshalter gezeigt. Ihr habt sicher von dieser Art schon gehört. Aber habt ihr einen Schiffshalter mal gesehen? Bei diesem Saugorgan handelt es sich übrigens um eine abgewandelte Rückenflosse. Über die geriffelte Oberfläche der Scheibe erzeugt der Meeresbewohner ein Vakuum, über das er sich an glatten Oberflächen festhalten kann. Sowohl wir als auch tausende TikTok-Nutzer konnten dieses Lebewesen unter keine bekannte Art einordnen. Wenn ihr wisst, was das für ein Tier ist, schreibt es in die Kommentare und es würde euch vielleicht Applaus schenken. The world is swimming in this water. It's a cuttlefish. That's the strangest thing I've ever seen. Who knows what it is? Dieses Video entstand mit der freundlichen Erlaubnis des Zugführers, die TikTok-Community am tollen Ausblick von seinem Führerstand aus teilhaben zu lassen. Genießt ihn also! In der Architektur ist es gar nicht so leicht, ein Gleichgewicht zwischen Originalität und Ästhetik zu finden, doch dem Erbauer dieses brandneuen Hotels in Nanjing ist es offensichtlich gelungen. Cooler als die Anlage selbst ist nur dieser Löwenkopf, der in einen 30 Meter großen Felsen gehauen wurde. Die Wahl der Form des Hotels war übrigens kein Zufall. Honig spielt eine wichtige Rolle in der regionalen Wirtschaft. Thank you.
Vintage-Liebhaber dürften jetzt grün vor Neid werden. Wie gefällt euch dieses Kerosinfeuerzeug aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts? Manchmal werden Dinge mit der Kamera eingefangen, die sich jeder logischen Erklärung entziehen. Hier ist ein Beispiel. Was hat es mit dem brennenden Ring auf der Pritsche des Transportwagens auf sich? Wofür braucht man so etwas überhaupt?